Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an einem ungewöhnlichen Ort mit uns am Ende einer Fraktionsvorsitzendenkonferenz, an der ich dankenswerterweise teilnehmen durfte und wo ich mich bei dem Gastgeber ganz herzlich bedanke, dass wir hier in Duisburg gewesen sind, wo meine Kolleginnen und Kollegen, und das müssen Sie sich natürlich vorstellen, aus den 15 anderen Bundesländern manchmal überrascht sind, was das Ruhrgebiet an Zukunft zu bieten hat. Und manche haben ja immer noch gewisse Vorstellungen, ein sehr gut gewählter Ort gewesen ist und gerade auch noch mal das, was zur IGA gesagt worden ist, die Bedeutung von Wohnen und vielen anderen Dingen auch, aber wie auch die Verwaltung werden zusammenarbeiten müssen, ein wichtiger Aspekt war. Ich will nicht verhehlen, dass für mich natürlich ganz wichtig gewesen ist, mit den anderen 16 Fraktionsvorsitzenden mich darüber auszutauschen, wie in den Bundesländern auch über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum KTF, also zu einer Frage eines Klimafonds, auch doch diskutiert worden ist. Und da will ich sagen, diese Debatte in den Ländern hebt sich doch ab von dem, was insbesondere die Opposition zurzeit in Berlin tut, nämlich mit einem Teil von Verantwortungslosigkeit, manchmal auch Häme, dieses Urteil zu kommentieren, dass das etwas ist, was offensichtlich in den Ländern so nicht gewählt ist, weil, glaube ich, auch egal welcher Couleur, die Länderregierungen und damit auch die sie tragenden Fraktionen wissen, was möglicherweise diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes auch für ihre Haushalte bedarf und auch betrifft. Und ich finde, dass gerade in diesen Herausforderungen, und Jochen Ott hat ja nur einige davon genannt, egal welche Rolle man in der Demokratie ausfüllen muss, zumindest ein gewisser noch Rest an Verantwortungsbewusstsein für dieses Land sich widerspiegeln muss. Und das ist auf der Fraktionsvorsitzendenkonferenz sehr stark auch gelebt worden, egal in welcher Verantwortung man da auch als jeweilige Fraktion in den Landtagen ist. Und ich war sehr auch dankbar dafür, dass Europa oder Kolleginnen und Kollegen aus dem Europaparlament bei uns waren. Mit der bevorstehenden Europawahl war es natürlich auch mal wichtig gewesen, uns auch gegenseitig bei diesen Herausforderungen abzustimmen. Ja, soweit vielleicht meine einleitenden Worte. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ja, vielen Dank. Jochen Ott und